wir sind heute beim Digi-Summit. Das ist eine, ja, ein Digital-Event und zwar in Chemnitz. Da sind wir angereist. Wir haben auch einen Workshop und einen Vortragsslot. Und wir gehen jetzt mal rein und gucken mal, was das Digi-Summit so kann. Quatsch, natürlich darf eine Schaukel in so einem modernen Loft nicht fehlen. Also hier ist, wir gehen jetzt in die Pitch Area. Das ist auch, wo wir nachher unsere Vorträge und den Workshop haben. Und hier ist quasi, ja, quasi die Area, wo man sich ein bisschen mehr anhört. Ich bin jetzt mal leise, um den Vortrag nicht zu stören, und wir gehen mal rein zu gucken. So, dann natürlich, was darf nie fehlen? Herrliche Verköstigung und es ist, der Mittagstisch ist auch schon für uns gedeckt, an dem wir uns noch nicht einfach frech bedient haben. Und dann nehme ich euch mal mit rüber in die Vortragsarea, die ist nämlich ein bisschen woanders. Dafür müssen wir hier einmal raus aus diesem schönen Objekt und rein in den anderen Raum. So, heute ist es ein bisschen eklig, also es regnet, willkommen im Herbst, sage ich da nur. Und dann gehen wir jetzt mal in den Bereich, wo die Hauptvorträge sind oder wo weitere Vorträge sind. Ich gehe jetzt einfach rein und höre aber auf zu quatschen, weil Leute unterbrechen, ist einfach unfair. Ich muss noch was erzählen, ne? Okay. Achso, du kannst ja schneiden. Nick, was wir gar nicht gemacht haben, ist nochmal abschließend über die Digi-Summit zu sprechen. Richtig. Sollten wir das mal nachholen? Bitte. Also, okay. Die Digi-Summit war es das erste Mal, dass wir da waren. Ich fand es richtig, richtig spannend. Super coole Location, geiles Catering, coole Leute. Ich fand es ein bisschen schade, dass wir nur den zweiten Tag da waren. Ich glaube, das würde ich nächstes Jahr definitiv ändern, um einfach auch noch mehr von den Speakern mitzubekommen, noch mehr auch von dieser Chemnitzer Startup- und Digitalkultur mitzubekommen. Und ja, das wäre quasi so der Hauptpunkt, einfach sich das Event noch ein bisschen ganzheitlicher anzugucken. Aber ja, spannende Gespräche geführt, es waren wirklich auch ein paar super interessierte Leute mit da. Aus der Digitalwelt. Ist halt eine Bubble da in der Region, aber eine wachsende, und das ist, glaube ich, schon ziemlich cool, das auch über die nächsten Jahre noch mit zu begleiten. Super spannend ist halt bei solchen Events, dass man auch wirklich in den Austausch kommt. Das heißt, sowohl nach unserem Workshop als auch nach unseren Impulsvorträgen kamen richtig viele Fragen auf, die wir klären konnten. Aber auch danach haben sich daraus einfach Gespräche entwickelt. Dann gibt es Fragen, dann kommt man natürlich so ein bisschen vom einen aufs andere. Super, super interessierte Leute, vor allen Dingen auch mit einer schon krass fachlichen Tiefe. Das war echt spannend, da auch nochmal so ein bisschen nerdiger zu werden. Sehr gut. Also kannst du abschließend quasi sagen, wir sehen Chemnitz nächstes Jahr nochmal? Wenn es in den Zeitplan passt, glaube ich Tatsache ja. Ja, ist spannendes, wachsendes Event. Ich denke, wir werden ein Auge drauf haben. David, ich danke dir vielmals. Klar, immer. Ja, bis denn. Bis denne.